Hallo Leute, was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich wünsche euch jetzt schon, das machen wir gleich am Anfang, damit wir das einmal durch haben für heute, ein wunderbares neues Jahr. Ich hoffe, 2019 wird für euch genauso erfolgreich oder noch erfolgreicher als 2018 schon war. Ich freue mich riesig auf ein neues Jahr. Es ist so viel passiert dieses Jahr. Ein paar Infos habt ihr noch gar nicht. Die kommen noch die nächsten Tage und Wochen. Man kann nicht immer alles gleich ausplaudern und ich komme auch aktuell nicht hinterher. Ich hau so viele Videos raus über so viele verschiedene Themen. Vielen Dank nochmal an euch und wirklich für den ganzen Support das ganze Jahr, für die Unterstützung in den Streams, in den Videos, an die neuen Abonnenten, an die alten Abonnenten, für alles Mögliche, an die ganzen Spender, an die ganzen Leute, die ihre Abos bei Twitch raushauen und an die YouTube-Mitglieder und ich weiß gar nicht, wem ich noch alles danken soll. Ganz großer Dank von mir geht aber definitiv an mein gesamtes Moderatorenteam. Das sind Luki, das ist Pascal... Das ist Mobs, das ist Daniel, der meine großartigen Thumbnails macht und immer wieder irgendwelche Bilder da hat. Das ist der liebe Jürgen, der für mich immer wieder irgendeine neue Stream-Overlay-Idee hat oder auch mein Intro mal ändert und. Vielen, vielen Dank an Alex, dass du so fleißig dabei bist und an den anderen Alex, dass du so fleißig dabei bist. Und ich hoffe wirklich inständig, ich habe keinen vergessen. Vielen, vielen Dank an Memo, der macht wirklich großartige, unterhaltsame Fortnite-Streams und wenn ich mal nach 4-5 Stunden COD irgendwie so eine kleine Pause brauche, dann schreibe ich dem einfach oder guck mir seinen Stream an. Ihr könnt gerne bei dem auch mal vorbeigucken, ist wirklich sehr unterhaltsamer, junger Türke, hat so ein bisschen Akzent dabei, das macht den ganzen Stream nochmal, ich sag mal, witziger, also wirklich großartig. Das ist erstmal so meine Dankesrede, es war ein tolles Jahr, es war ein großartiges Jahr, es wird noch viel dazukommen, also keine Sorge, ich bin noch nicht fertig und ich bin noch nicht am Ende meines Weges. Vielen Dank nochmal an Haptic für diesen riesen Push irgendwann in diesem Jahr. Das hat sozusagen, muss man ganz ehrlich sagen, vieles verändert, das hat vor allen Dingen diesen ganzen Kanal nochmal etwas mehr in Fahrt gebracht und es ist echt ein ganz komisches Gefühl, wenn man Leute trifft, die sagen, hey, ich kenne dich durch Haptic, weil... Das war nicht selbstverständlich und ich möchte dir wirklich von Herzen dafür danken und vielen, vielen Dank generell. Es war auch ein tolles Gespräch auf der Gamescom, es hat Spaß gemacht. Aber lasst uns zu dem Thema vom Video heute kommen. Ihr kriegt heute noch eins. Ich bin nämlich Ehrenchappy heute. Ich habe mir noch ein bisschen Mühe gemacht und was ihr jetzt sehen werdet, sind zwei Gameplays. Und zwar mit der Saug und mit der Spitfire. Und wir vergleichen beide Waffen miteinander, gucken, welche ist im Public-Bereich besser, welche ist im Comp-Bereich besser, was kann die eine Waffe, was die andere nicht kann. Wir werden beide Stats vergleichen, ihr werdet von mir eine Einschätzung bekommen, wie sich beide spielen. Ihr wisst, ich bin ja mittlerweile so ein Spitfire-Liebhaber. Und dann am Ende schließen wir ein Fazit davon und dann gucken wir mal, was geiler ist, Spitfire oder Saug. Das ist das, was ihr euch als allererstes gewünscht habt. Ich habe schon gesehen, ihr wollt ein Video haben über Movement. Meine Idee war, ich mache euch Videos über jede einzelne Map, Line of Sights, wo ihr welche Gegner sehen könnt, was für Spots es gibt, wie ihr upaimen könnt, wie ihr euch bewegen könnt. Ich werde ein Gameplay von mir analysieren, wie ich mich bewege, mit der Spitfire zum Beispiel oder mit einer langsameren Waffe und. Es wird die nächsten Monate noch genug kommen, Leute, also macht ganz entspannt. Erstmal viel Spaß bei dem Video jetzt, ihr hört meine Stimme gleich, mein wunderhübsches Gesicht nicht mehr, aus dem einfachen Grund, dass ihr das Gameplay sehen sollt und nicht mich, damit ihr versteht, worüber ich da währenddessen rede. Also, vielen Dank für den Support, Jungs, und wir sehen uns nachher. Als allererstes haben wir heute die Spitfire dabei, eine der wirklich von mir aus gesehen krassesten Waffen im Black Ops 4. Ich feiere die Waffe, in den letzten Tagen ist meine Liebe für diese Waffe so richtig erblüht. Für mich mittlerweile besser und wirklich unterhaltsamer damit zu spielen als mit der Maddox und das war bisher meine absolute Lieblingswaffe. Wir wollen uns heute genau angucken, was für Stats haben beide Waffen. Wir gucken uns kurz die Operator-Mods an, obwohl man dafür theoretisch ein eigenes Video machen müsste. Wir gucken uns an, wie man damit im Public-Bereich spielen kann, wie man im Competitive-Bereich spielen kann, warum die eine Waffe im Comp-Bereich von Scumpy zum Beispiel gar nicht genommen wird. Der hat dann einfach einen Grund für. Und dann schauen wir auch einfach mal, was die Stats von der Spitfire sind. Wir haben den Schaden, beziehungsweise den Schadenprofil von 27, 23, 21 und 18, je nachdem welche Entfernung wir haben. Das heißt, wir brauchen Schüsse zum Killen 6, 7, 8 oder 9. In Hardcore ist es immer eine Zweischusswaffe, das heißt mit einem Schuss in Hardcore können wir einen Gegner nicht töten. Eine Feuerrate von unglaublichen 1034 SPM, das heißt 1034 Schuss pro Minute könnten wir theoretisch schaffen, wenn das Magazin groß genug wäre. Ohne Nachladen, ohne ähnliches. Das ist die höchste Feuerrate, die wir im Game haben. Dazu haben wir ein Time to Kill von 290, 348, 406 und 446 Millisekunden. Und mit dem Agenten-Mod hauen wir es auf unter 200 Millisekunden, 240 Millisekunden, 280 Millisekunden und 320 Millisekunden. Das ist die schnellste Time to Kill, die wir mit irgendeiner Waffe in diesem Spiel erreichen können.
Auge, wo wir uns nachher nochmal um den Agentenmod kümmern. Das heißt, wenn wir uns nur die Statistiken von der Waffe angucken, haben wir mit der Spitfire die schnellste tötende Waffe im Game, die beste Waffe für Close Range bei einer unglaublichen Feuerrate selbst ohne Agentenmod. Und Time to Kill von unter 300 Millisekunden ist unglaublich schnell. Wirklich das schnellste, was ihr euch vorstellen könnt. Ihr müsst euch vorstellen, mit dem Agentenmod wäre es ein Fünftel einer Sekunde. Das schafft euer Auge kaum. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass ihr alle eure Schüsse aus der kurzen Entfernung in dem Fall auch treffen würdet. Das ist eigentlich einer der Gründe, weshalb man davon ausgehen sollte, dass Pros in CWL und sonst was diese Waffe spielen. Wir haben nämlich kein Schnellfeuer. Und mit den 1034 Schuss pro Minute müsste man ja, wenn man zum Beispiel Scampi als MP-Spieler ist, wirklich die gesamte Map dominieren. Das Problem bei der Spitfire ist, dass uns einige Aufsatzvarianten fehlen. Ich präsentiere euch nachher eine Klasse, so wie ich sie spiele. Euch fehlt ein Griff. Und dieser Griff ist das, was wirklich die Saug von der Spitfire im Großen und Ganzen entscheidet. Beide haben Schaft, beide haben schnell ziehen. Gehen wir mal zur Saug beim Ganzen rüber. Bei der Saug haben wir eine ähnlich hohe Feuerrate mit einem ähnlichen Schaden. Ich werde euch das hier auch nochmal einmal ganz genau zeigen, dass ihr nachverfolgen könnt, was die genauen Stats von dem Ganzen sind. Wir haben einen Schaden von 28, 24, 21 und 18, je nach Entfernung, was wieder bedeutet, dass wir Schüsse zum Killen 6, 7, 8 oder 9 benötigen. Und dazu eine Feuerrate von 909 Schüssen pro Minute, wenn wir sie nicht als Agentenmod spielen. Wenn wir sie als Agentenmod spielen, verdoppelt sich das Ganze. Das heißt, wir sind bei 1818 Schuss pro Minute. Dementsprechend hat es mit dem Agentenmod die schnellste Zeit zum Killen und schlägt so die Spitfire mit dem Wildfeueraufsatz. Das bedeutet für uns im Prinzip, dass wenn wir die Agenten bzw. die Saug 9mm mit dem Agentenmod zusammenspielen, dass wir das schnellste Potenzial haben bei allen Schüssen, die wir treffen, was nun mal bei Akimbo-Waffen immer schwieriger ist als bei normalen Waffen. Dafür haben wir aber auch den Vorteil, den die Leute bei der Saug vornehmen, vor allen Dingen die ganzen Objective-Player, die CWL-Player, die Competitive-Player. Sie bevorzugen die Saug ganz klar über die Spitfire, weil sie mehr Varianten für die Klassen hat. Ihr habt einen Griff, den ihr anwenden könnt, ihr könnt ein doppelt schnelles Magazin anwenden. Gerade der Griff ist das Wichtige bei dieser Waffe. Dementsprechend, auch wenn wir hier nur ein Magazin von 36 Schuss haben, im Gegensatz zur Spitfire, wo wir das Ganze mit Magazinerweiterung ein bisschen erhöhen können, schnelles Magazin habt ihr dafür 1 und schnelles Magazin 2. Das schnellste Magazin, was wir da haben, ist von der Maddox und von der Saug. Das zweite Magazin lädt in 0,32 Sekunden nach. Das heißt, ihr seht das kaum. Das erste Magazin mit einer sehr, sehr schnellen Reload-Zeit von 0,92 Sekunden, wenn ihr schnell ein Magazin draufpackt. Wenn ihr mich fragt, ich blende euch ja sowieso gleich nochmal die beiden Klassen ein, die ich bei dem Ganzen nehmen würde. Definitiv schlägt im Competitive-Bereich die Saug die Spitfire. Einfach aufgrund des Aufsatzgriffs. Einfach deswegen, weil sie auch auf längere Entfernung besser ist als die Spitfire. Wenn wir jetzt aber nur davon reden, dass wir hier in einem, dass wir hier Public spielen und dass wir kein Competitive spielen, dann muss ich euch ganz ehrlich sagen, die Spitfire schlägt die Saug um Längen. Das hat verschiedene Gründe, zum Beispiel ich habe großes und schnelles Magazin, was mir unglaublich hilft beim wirklich 1, 2, 3 Leute höchstens holen, schnell nachladen, direkt wieder in den Gunfight zurück. Die Saug ist für mich leider sehr, sehr unkonstant auf Entfernung, selbst mit dem Griff dazu. Das ist vielleicht ein persönliches Empfinden. Ich habe euch ja gesagt, das muss jeder für sich selber wissen. Der Agentenmod von der Saug hingegen ist im Public durchaus spielbar und macht auch wirklich Spaß. Ich habe aber gerne clean Gunfights. Ich habe gerne Gunfights, bei denen ich ganz genau weiß, was meine Waffe macht, damit Waffen, wo ich genau zielen kann, was ich mit der Waffe machen möchte. Deshalb würde ich persönlich, was Handling angeht und Schaden auf kurze Distanz, die Spitfire bevorzugen. Wenn ihr davon aber ausgeht, dass ihr wirklich einen Griff auf eurer Waffe haben wollt, einfach um ein bisschen sicherer im Gunfight zu sein, wenn ihr vielleicht das Gefühl habt, dass euer Aim nicht hundertprozentig stimmt, dann kann ich euch nur empfehlen, geht von der Spitfire weg, nehmt die Saug, habt Spaß mit der. Es ist eine geile Waffe, das muss man ganz ehrlich so sagen. Ich werde euch jetzt auch nochmal zeigen, was für Klassen ich mir da vorstellen würde für euch. Und zwar wäre es bei der Spitfire die Klasse, so wie ich sie original direkt spiele, genauso wie bei der Saug, so wie ich sie spiele. Hier habt ihr die Möglichkeit für einen Griff und beide Magazine. Das zweite Magazin ist vielleicht ein bisschen Overkill bei der Waffe, weshalb, wenn ihr schnell sein wollt im Rushen, sage ich euch wirklich, nehmt den Griff, nehmt das schnelle Magazin und nehmt dazu den Schaft.
Bei der Spitfire haben wir keinen Griff, dafür haben wir den Schaft, das schnelle Magazin und das große Magazin. Die Perks sind bei beiden Waffen dieselben, wir nehmen kein extra Visier, wir nehmen Plünderer, weil beide Waffen sehr, sehr viel Munition verbrauchen. Zum Plünderer dazu nehmen wir Gang Ho, weil das beste Perk im Game ist. Dazu kommt noch ein Video. Und die Taktikmaske, damit wir gegen alles, was an Bullshit auf uns zugeworfen werden kann, wirklich safe sind. Und wenn wir jetzt wirklich ein Schlussfazit ziehen wollen, ihr wisst, ich werde niemals sagen, die eine Waffe ist definitiv viel, viel besser als die andere Waffe oder die eine Waffe schlägt die andere Waffe in jedem Fall. Ich persönlich bin ein absoluter Spitfire-Fan. Ich liebe diese Waffe. Es macht Spaß, mit ihr zu rushen. Es macht Spaß, mit ihr zu spielen. Ihr müsst für euren Spielstil am Ende jetzt entscheiden. Ihr habt das Schadensprofil gesehen. Ihr habt die Feuerrate gesehen. Ihr wisst, welche Magazine es gibt. Ihr kennt die Agenten-Mods von beiden Waffen. Ihr persönlich müsst für euch entscheiden, wie ihr mit den Waffen klarkommt. Wenn ihr mit hohem Rückstoß klarkommt, kann ich euch die Spitfire empfehlen. Wenn ihr euch vielleicht eine sichere Variante auswählen möchtet, dann solltet ihr die Saug nehmen. Ein kleiner Tipp von mir, wie ihr mit dem Umgang von dem Rückstoß besser wirklich handhaben könnt. Und zwar geht in ein privates Match, und das ist jetzt kein Schwachsinn, geht in ein privates Match. Das ist das erste COD, das erste Black Ops, was wir jemals haben, wo die Rückstoß-Pattern, die Recoil-Pattern auf Englisch, also der Rückstoß an sich, bei jedem Mal gleich ist. Es ist immer derselbe Rückstoß auf jeder Waffe. Nicht jede Waffe hat den gleichen Rückstoß, sondern jede Waffe hat immer denselben Rückstoß. Eine Saug mit Griff hat immer denselben Rückstoß in der gleichen Reihenfolge. Geht in eine private Lobby, schießt ein bisschen gegen die Wand, 2, 3 Magazine, guckt euch genau an, wo die Schüsse hingehen, wo die Waffe sich hinbewegt. So lernt ihr sehr, sehr schnell, wie ihr mit dem Rückstoß, wenn ihr im Gunfight seid, umgehen könnt. Das ist wirklich eine Empfehlung. Ich habe es mit der Spitfire so gemacht. Das ist jetzt kein Schwachsinnstrick für Noobs oder so. Ich habe es selber mit der Spitfire so gemacht. Mir hat es persönlich geholfen, den Rückstoß sehr, sehr gut mittlerweile zu kontrollieren. Natürlich gibt es immer Momente, wo das Ganze nach oben und nach unten geht. Das ist aber, glaube ich, gar nicht so tragisch. Ich hoffe, euch hat das irgendwie heute geholfen. Ich hoffe, dieser Vergleich ist so gut getroffen wie irgendwie möglich. Lasst mich in den Kommentaren wissen, welche Waffe spielt ihr lieber? Spielt ihr die Spitfire lieber? Spielt ihr die Saug lieber? Spielt ihr den Agenten-Mod? Stört euch der Agenten-Mod? Oder? Und schreibt in die Kommentare rein, Leute, für das neue Jahr, was ihr als nächstes sehen wollt. Vapor gegen die Maddox, die... Egal was gegen egal was. Schreibt es mir rein. Ich bin hier, um euch mit den Sachen irgendwie zu dienen, um euch zu helfen. Ich sag mal, die bessere Waffe für euch zu finden. Beide Gameplays habt ihr gesehen. Das eine heute live aufgenommen. Das war die allererste Runde und die einzige, die ich heute gespielt habe. Wir haben nämlich noch ein bisschen Silvester vor uns. Wir feiern nicht groß, aber nichtsdestotrotz habe ich mir die Zeit für euch genommen. Vielen, vielen Dank für den Support, Leute. Ich wünsche euch ein wunderbares Jahr. Lasst gerne noch eine positive Bewertung da. Ich würde mich riesig drüber freuen. Das Video gestern hat echt alles geknackt. Lasst uns mal versuchen, 100 Likes zu knacken. Das wäre wirklich großartig. Macht euch einen schönen Tag. Ich bin raus. Haut rein.